Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von Sims Arrow. Schön, dass du bzw. ihr wieder mit an Start seid. Und Leute, seit gestern geht ein Raunen, ein Galoppieren und ein Viren, ein Wiehern, nennt man das so, durch die Sims-Community. Das Internet brennt, glaube ich. Ist es gestern tatsächlich passiert, dass wir offiziell oder eher inoffiziell eine Bestätigung bekommen haben, dass wir tatsächlich Pferde in Sims 4 bekommen? Wird der Wunsch dieser Community, unserer Community, endlich wahr? Wir haben gestern, ist ein Spoiler rausgekommen, mit 4 Bildern, die sehr verdächtig nach Screenshots aussehen aus einem Game oder In-Game-Pack, Expansion-Pack, glaube ich sogar, ein Erweiterungspack, wo wir Pferde sehen. Wir sehen Ziegen, wir sehen einen Stall, wir sehen, was man mit Pferden alles machen kann, und das war gestern sozusagen der Brennpunkt in der Sims 4 Community. Es gab es ja schon vor ein paar Wochen, angeblich ist ja ein Leak rausgekommen, was veröffentlicht wurde, dass es eventuell ein Ranch Pack geben wird. Aber solange ist ja immer das Motto, wenn EA nichts bestätigt, können wir es ja nicht offiziell sagen, ob es auch wirklich stimmt. Genauso wie jetzt, offiziell hat EA noch nichts gesagt, man spricht von einem Leak, aber es sieht alles sehr, sehr verdächtig danach aus. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns einfach mal diese 4 Bilder an, die veröffentlicht wurden, die Screenshots, und werden sie uns mal ein ganz kleines bisschen im Detail anschauen. So, hier haben wir das erste Bild. Ich habe mich mal ein bisschen kleiner gemacht. Und was sehen wir hier, Leudis? Guckt euch das an. Auf der rechten Seite sehen wir ein Pferd, was sehr nach einem Friesen aussieht, wo ein kleines Mädchen drauf sitzt, und sie hat sogar hier oben die Sprechblase, dass sie eben auf Pferde sitzt. Großartig. Hier vorne die kleine Maus, sie hat ein Western-Style-Outfit an. Dort hinten sehen wir nochmal ein geschecktes Pferd. Wir sehen, wie wir eine kleine Ziege scheren können. Wir sehen ganz viele Outfits. Wir sehen hinten Weinfässer und sogar einen, wie nennt man das? Ein Weinpresser, wo man drinnen stampfen kann, dass man Wein herstellt. Hier vorne haben wir auch nochmal eine kleine gescheckte Ziege. Wie süß sieht es eigentlich aus? Und guckt euch doch hinten mal den Stall an. Wir sehen dort hinten ein schönes Scheunentor. Schöne neue Fenster sehen wir, glaube ich, auch. Ich glaube, es dürften neue Fenster sein. Dann eine neue Außenfassade. Wie schön sieht das denn aus? Und die Veranda, beziehungsweise die Spandrillen und der Turm oben auf dem Dach. Ich bin hellauf begeistert. Und natürlich sehen wir auch im Hintergrund einen Sattel. Leute, das sieht doch verdächtig danach aus, dass es ein offizieller Screenshot von EA ist, oder? Aber schauen wir uns mal das zweite Bild an. Schaut euch das an. Eine große Ranch mit einem Parcours vorne dran, wo die Pferde über Hindernisse springen können. Wir sehen überall Pferde. Wir sehen ein bisschen was hinten, eventuell von einer neuen Stadt, einem neuen Gebiet, einer neuen Welt. Es sieht sehr, sehr, sehr westernlastig aus. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an den Grand Canyon aus Amerika. Würde natürlich ja zum Western-Style auch passen. Und wie großartig sieht bitte dieses große, ja, ich würde nennen mal an, es ist ein Pferdestall oder ein Pferdegelände, wie nennt man das, wo Turniere stattfinden können. Einfach auf jeden Fall eine große Ranch, die einfach sehr groß und sehr, 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 sehr gut aussieht in dieser neuen, hoffentlich kommenden, fantastischen Welt. Kommen wir zu Bild Nummer 3. Leute, guckt euch das an. Wir sind hier mitten in drinne, in einem Stall. Wir haben auf der linken Seite ein, ja, wie nennt man das? Gehege? Nein, wie nennt man das? Ein Paddock? Ich glaube, so könnte man das nennen. Wir sehen, wie jemand ein Pferd striegelt. Wir sehen vorne eine kleine Ziege. Im Hintergrund sehen wir auch nochmal eine Ziege. Wir sehen zwei verschiedene Pferde. Einmal ein braun-weiß gechecktes und hinten ein Apfelschimmel, würde ich mal behaupten, ist das. Dann sehen wir ganz neue Objekte hinten an der Wand. Wir sehen ein Kuhknochen oder Stierknochenkopf, Schädel. Wir sehen wieder den Sattel vorne, ein Besen, ein Sattelständer. Hinten neue Objekte, die wir an die Wand hängen können, mit Schal, mit Gerte, mit Seil und Lasso und dort sogar hinten ein Futtertrog. Ich bin Pferdebox ist es, Leute. Das ist mir gerade eingefallen. Mein Gott, eine Pferdebox sehen wir auf der linken Seite. Es ist einfach großartig. Also wir können tatsächlich mit den Pferden auch interagieren. Es sieht so aus wie die Animation wie bei dem Lama. Ich denke mal, das werden sie übernommen haben. Finde ich großartig. Und rechts sehen wir auch nochmal eine ganz kleine Couch. Wie süß ist die denn mit dem kleinen Kissen da drauf? Ich bin hellauf begeistert. Und lasst uns auch über die Wandstrukturen im Hintergrund reden. Das Steinige und auch das Holzige, das so ein bisschen abgewetzt aussieht. Ich liebe es abgrundtief. Also bitte EA, lass es nicht nur ein Leak sein, sondern lass es wirklich wahr werden.
Und kommen wir letztendlich zum letzten Bild. Wir sehen hier mitten, wir sind in einer Scheune, würde ich mal sagen. Es sieht so aus, als ob wir Line dancen können. Es sieht großartig aus. Wir sehen im Hintergrund auch einen Mann, der sich wieder Wein eingießt. Wir haben es ja am Anfang des ersten Bildes gesehen, dass wir ja Wein nutzen können bzw. herstellen können. Wir sehen ein neues Piano oder Klavier, was auch sehr großartig ist. Wir sehen neue Outfits, sehen wir ein Kuh-Outfit, sehen wir. Wir sehen ein sehr, sehr, sehr schöne Reiterhose, so eine Lassohose. Perfekt. Und auch die ganzen neuen Objekte im Hintergrund. Die Spandrillen, das Holz, der Stein. Ich raste aus. Vielleicht kriegen wir auch eine neue Bar. Ich hoffe das. Das war das vierte Bild, was uns geleakt wurde, was gestern veröffentlicht wurde. Im Hintergrund sehen wir auch noch mal ein bisschen was von der neuen Welt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ja, Leute, jetzt liegt es an euch. Schreibt mir in die Kommentare, was denkt ihr? Ist es ein Leak? Ist es ein offizielles, inoffizielles Bestätigung von EA selbst, dass wir dieses Pack bekommen werden? Wird es nun ein Leak sein oder denkt ihr wirklich, das ist alles viel zu verdächtig? Ihr denkt schon, dass es ein Pack wird. Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Schreibt mir, wie sehr ihr hyped seid, wenn es wirklich ein Pack wird. Und Leute, was sollen wir sagen, wenn es wirklich wahr wird? Wir bekommen Pferde in Sims 4, wo laut die Community sich schon so, so lange das wünscht. Ich hoffe natürlich, dass dieser Leak eine offizielle, inoffizielle Bestätigung ist von EA und wir gemeinsam bald ausreiten können, wir mit den Pferden interagieren können und wir gemeinsame, coole, neue Bauten bauen können. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt und freue mich, eure Kommentare lesen zu können. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ich freue mich. Bis dann. Euer Chris von Sims.